Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen weiteren Teil der YouTube-Kaka Adventskalender 2023 Serie Kollabo. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll. YouTube-Kaka Adventskalender 2023 Elendige Unköstlichkeiten. Wilder Titel, passt zu Ameisenigel. Und ich muss sagen, eins der Videos, als ich es gerade gesehen habe, wo ich mich wirklich schon sehr drauf freue, Ameisenigel, wirklich einen Baba Hase, sage ich mal. Wirklich Baba Hase. Ich liebe seine Videos. No joke. Finde ich, feiere ich die meisten sehr krank ab. Vor allem Wixberg. Holy shit. Ich sag's jedes Mal wieder, wenn wir auf Ameisen-Igel reagieren. Ich weiß, aber ich finde die Videos einfach nur genial. Deswegen reagieren wir auf den dritten Teil heute, der Adventskalender vom. Deswegen reagieren wir heute auf den dritten Teil vom Adventskalender. Ich habe bestimmt dabei, wir gehen direkt rein. Let's go. Ah, Engel. Och Mann, scheiße. Oh Gott. Ich habe einen Moment dafür gebraucht. Comedy revolutioniert. Ist so. Löffel. Das ist eine Elite-YouTube-Kacke. Weihnachtliche Abschleckereien, soweit das Deutsche reicht. Ich bin heute in der Scheiß der Gaskacke und sag herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Zum dritten Weltkrieg. Was passiert hier schon wieder alles? Ich kann das nicht mehr. Das ist der Chef des Hauses, Chef Stoffel. Schön, dass du da bist. Wir präsentieren Ihnen heute unsere Impulsschwänze. Und wissen Sie was? Das war ein bisschen sehr random, okay? Check. Die Verletzung deiner Mutter. Wer ist denn der Hurensohn? Die einzige Höhle Deutschlands, die man mit einem Boot befahren. Sei doch nicht so. War das dieses dumme Dreieck von Zelda oder was war das? Ich habe es nicht ganz erkannt. Ein Römerstein bei Beck. Hier kümmert sich ein einziger Meister von September bis Weihnachten nur um die Vergewaltigung von seiner Großmutter. Okay. Bernd das Brot und er hat seine Prinzipien. Und Bernd okay, chillig. Oh, ja. Check. Das waren also die Prinzipien. Wirklich mit Liebe. Jetzt kommt's. Ganz viel. Wenn einem die Roma im Teller verbreckt und einem das Aroma in die Nase steigt. Okay. Hier wird mit bester Butter gebacken. Wir hauen deiner Butter liebevoll auf die Arschbacken. Martin ist ein Spacken. Julia Beck ist die Judenchefin. Julia Arschbeck ist die Jude-Kacke-Chefin. Die gelernte Prostituierte geht dem Meister zur Hand. Bernd Klaas. Ey, ich will das alles nicht. Wirklich, hier passen so viele Dinge. Ja, vor allem auch. Es passiert schon wieder so. Man hat schon wieder alles für heute. Es reicht. Vor allem auch, was alles im Hintergrund bei den Videos teilweise abgeht. Und ja. Das ist wild. Hätte ich irgendwie nicht mitgerechnet. Nice. Das hat sie bereits mit AIDS angesteckt. Früher als Kind habe ich es nicht so gern gegessen, aber mittlerweile trinke ich noch was mit denen. Teil Hitler. Aber Kant ist bekannt bis nach Tokio. Dort, wo sich Fuchs und Hase kräftig in dem Arsch ficken. Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass das so häufig vorkommt. Aber bist du dir sicher? Oh, ganz sicher kann ich mir nie sein. Die Wimsener Höhle. In der Höhle drinnen haben wir einfach konstant 5 Grad. Das ist die optimale Lagertemperatur von menschlichen Leichen. Und somit kriegt die tote Roma gewisses Aroma. Tote Oma ist doch auch ein Getränk, oder nicht? Ist das nicht Tee mit Rum oder so? Ah, nee, das ist was anderes. Da bin ich raus. Das ist ein Essen. Ah. Was habe ich denn jetzt gemeint? Ja gut, dann weiß ich. Dann weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, tote Oma ist ein Gericht. Alles klar, chillig. Okay. Wissen wir das auch mal wieder. Guck mal, ne, Bildung sage ich ja immer wieder. Bro, Alter, was ist das? Was ist das für ein Drogenkeller, in die uns hier gerade reinfrachten? Ich kann das nicht mehr. Im ersten Jahr haben sie, die wir nicht sehen sollen. Ich glaube auch. Lederamseln und Wassermäuse, die hier leben, Stollen. Ich kann das nicht mehr. Gefressen. Seither ist der Kahn mit Phosphorbomben geschützt. Stützt. Ameisenigel hat einen ganz kleinen Schwanz und kleine Eier. Und er spritzt ca. 20 Mal täglich ab. Auslämmern raus. Die Auslämmter mal wieder. Hier kommen die Figuren raus, wo wir immer Glück haben, wird's ein Nikolaus. Oh Gott. Ey Bro, der fuckt mich ja unironisch ab irgendwie.
Also ich weiß auch nicht, irgendwie ist der ziemlich nervig. Jeder kauft gerne Uran. Das ist ein Produkt, was die Leute zum Strahlen bringt. Ey, Junge, ganz normale Reaktion, wenn man Uran kauft. Nach dem Uranrezept seines Urgroßvaters arbeitet Jan Stoffel mit auserwählten Sklaven aus Java und von der Elfenbeinküste. Marianne Neckerauer macht Auer, sich einen runterholen, fordert höchste Konzentration und magische Hände. Ja, check ich. Ey, was ein wildes Video. Ey, auch wie random dieser Baseballschläger da jetzt kurz kam, ne? Ja, Mann. Alter, ohne Witz, ich habe gerade oben rechts schon Folge 4 gesehen. Ja, Premiere. Ein bisschen hyped, Alter. Kölner Dom, Ian, also das ist wild. Okay, da hat sich der Endclip auf jeden Fall nochmal gelohnt an der Stelle, aber Kuss geht raus an Ameisenigel. Ich habe alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst da unbedingt Liebe da. Würde mich sehr, sehr freuen, würde ihn sehr, sehr freuen. Das nächste Video kommt von Gigasoos, dann Hunter96. Unterste Schublade. Also wirklich, da sind Leute dabei. No, eigentlich müssen wir uns jedes Türchen angucken. Auch wenn sich das mit den Reaktionen weit bis in den Januar reinziehen wird wahrscheinlich. Aber das sind, also es muss eigentlich appreciated werden, was die sich für eine Mühe gemacht haben. Deswegen bitte ich euch auf jeden Fall drum. Schaut da vorbei. Ich versuche euch die Playlist jetzt beim nächsten Upload zu verlinken. Und dann schaut bei den Creatoren vorbei. Lasst da Liebe da. Schaut da jeden Tag rein. Und ja, wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like, ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.